Die Frage, wenn sich stellt, soll ich das jetzt machen oder nicht machen? Du musst nur eine feine Antenne bekommen, dass du schon wieder hier eine Kategorie 2-Frage vorliegen hast in dir und du meinst, du könntest jetzt was verkehrt machen. Und der Trick ist ganz einfach der, egal was du machst, es gibt 2 Möglichkeiten, sagst du mal. Wenn von 2 Möglichkeiten, wenn du sagst, mache ich es oder mache ich es nicht, entweder machst du was richtig oder du machst was verkehrt. Das sind die 2 Seiten. So ist Und ich es. habe so oft gesagt, wenn du in deiner Vorstellung von einseitig logisch die Sachen immer richtig machst, bist du in einem Hamsterlaufrad. Ja. Weil dann lernst du nichts Neues kennen. Ja. Und das, was du nennst, ich könnte es ja verkehrt machen, dann könnte ja dieses oder jenes passieren, was du dir konstruierst. Dieses verkehrt machen ist praktisch, dass du dir dann was anschaust, was du, wenn du immer nur richtig machen willst, niemals zu sehen bekommst. Ja, so ist Ich es. erinnere dich an das letzte Selbstgespräch oder die letzten, wo ich immer wieder darauf hinweise, die Freiheit des Menschen besteht darin, dass du prinzipiell die Freiheit hättest, was Unlogisches zu machen, das heißt, was verkehrt zu machen, dann würdest du was vollkommen Neues erleben. Und das ist jetzt dieses Gefängnis, wo ich immer wieder anspreche, wo du dich einsperrst, selber einsperrst, ist, weil du die Gleise deiner extrem einseitigen, unvollkommenen Logik nicht verlassen willst. Und das ist jetzt das Problem aller Rechthaber. Ich sage jetzt einmal ganz wertfrei, auch wenn ich Worte benutze, die du zwanghaft wieder einseitig auslegen wirst, du wirst ein Gefühl kriegen, wenn du die Tierchen in deinem Traum beobachtest, die Menschen, inklusive des Tierchen, das du zu sein glaubst, dass ich jetzt einmal das Wort benutze, dass hier, sobald einer einseitig rechthaberisch ist, sobald du merkst, dass irgendeine Figur Ja. sich hält an einem einseitigen Standpunkt, dass das richtig hässlich macht. Das heißt, es werden plötzlich Menschen, die eigentlich von der Maske her äußerlich betrachtet ganz hübsch sind und von, ich sage mal hier, von dem oberflächlich gesehenen Maskencharakter auch sehr nett sind, werden plötzlich zu absolut hässlichen Menschen, wenn du erkennst, dass die so einseitig sind. So, ja. Und das Gefühl wird immer mehr in dir wachsen. Und ich betone, das musst du an deinem eigenen Charakter erkennen. So ist es. Ja. Wenn ich als Udo auftauche, bin ich nicht rechthaberisch, wenn ich dir ins Wort falle oder wenn ich oft Worte in Keim ersticke, wenn es immer heißt, der lässt ja keinen zu Worte kommen. Ich sage, das dürfte ja durch sein. Ich muss dir nicht erklären, was dir logisch erscheint. Das heißt, wenn ich oft in einem Gespräch, wenn einer was erklären will, ich das wegwische und drüber reden, du, hat es nichts mit Rechthaberei zu tun, sondern ich sage, erspar dir das, was in dir sowieso ganz massiv installiert ist, diese Einseitigkeit. Hör mir zu, ich zeige dir jetzt die Seiten, die du nicht hören willst, weil dir die verkehrt erscheinen, weil ich dir was vollkommen Neues zeigen will. Merkst du den Unterschied? Ja. Und darum ist auch immer wieder, dass ich sage, dass in vielen Gesprächen, wenn einer offen ist und der mauert seinen Standpunkt, dass ich absichtlich immer genau das Gegenteil einnehme von dem, was er als richtig ansieht, um ihm vor Augen zu führen, dass da noch eine andere Perspektive gibt, die er eben massiv ablehnt, weil sie ihm verkehrt erscheint. Und genau diese Kehrseite erkläre ich ihm, dass die genauso richtig ist wie seine Seite, wenn er mal geistig, intellektuell seine Logik austauscht. Und das ist das geistige Wachstum. Da kommt immer wieder, der Geist selber wächst nicht. Was wächst, ist die Liebe in dir. Darum geht es Es ist mir ganz wichtig, dass du auch. das verstehst. Eine allumfassende, Ja. absolute Liebe, So ist es. da ist alles gleichwertig. Denk wieder an unsere systemrelevanten Parameter, an den Kabelstecker. Du machst keinen Unterschied, ob du jetzt sagst, das ist mein Kind. Wenn du an irgendein Trockennasenäffchen denkst oder du siehst ein anderes Trockennasenäffchen Alle aus meinem Geist. oder du siehst einen Regenwurm oder du siehst eine Giraffe oder du siehst was, was ich, eine Wildsau in einem Gehege. Es sind einfach nur Kreaturen. Sie sind einfach nur. Die Welt wird unendlich interessant, Interesse, inneres Sein. Wenn du das verstanden hast, dass du wertfrei sehen kannst, wertfrei schauen kannst und ein Mensch, der nur wertet und nur in den Einseitigkeiten seines Schwamminhalts lebt, der sperrt sich selber in ein Gefängnis ein. Der wird sich auch